Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Insta-Live hier auf La Casita. Und auch heute wird es um das Thema gesunde und ganzheitliche Ernährung gehen, insbesondere heute um den Schwerpunkt vegane Ernährung. Und dafür haben wir heute unsere Expertin Yvonne zu Gast im Interview. Sie ist wirklich ganz, ganz arg in dem Thema vegane Ernährung, ganzheitliche Gesundheit, ganzheitliche Ernährung drinnen. Und ja, ich freue mich schon sehr, mich gleich mit ihr zu unterhalten. Ich warte mal, ob sie da ist, beziehungsweise werde ich ihr jetzt auch einfach mal eine Einladung senden und schauen, dass sie zu uns hier ins Live kommt. Wo ist sie? Ich gerade mal schauen, dass ich sie... Da ist sie! Hallo, liebe Yvonne. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ja, sehr gerne. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Und dir? Mir geht's auch sehr, sehr gut. Danke. Ich bin ganz glücklich über das warme Wetter, auch wenn es mir fast schon zu warm ist und ich die ganze Zeit am Wedeln bin. Aber es ist schön, dass der Sommer endlich da ist. Total schön. Ja, sehe ich auch so. Sehr schön. Yvonne, voll gut, dass du da bist. Ich habe gerade schon ein bisschen vorgestellt, dass es heute um das Thema Ernährung nochmal geht, insbesondere um das Thema vegane Ernährung. Das ist ja dein Herzensthema. Und ja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist und was du machst, damit die Leute schon mal Bescheid wissen. Sehr, sehr gern. Also ich heiße Yvonne, ich bin 35 Jahre alt und wie man wahrscheinlich ganz gut aushören kann, komme ich aus dem Schwabenländle. Und ja, aktuell bin ich auch schwanger. Ui. Und ja, deswegen ist das Ganze jetzt nochmal alles irgendwie interessanter. Auf jeden Fall, ich bin angestellt in der Bank, aber ich bin nebenberuflich tätig im Bereich Gesundheit und ich nehme eben Menschen auch an die Hand, die ja, die etwas verändern wollen, die gesundheitliche Ziele haben, die körperliche Ziele haben. Und da habe ich halt einfach gemerkt, ja, das macht mir wirklich mega Spaß und Freude, Menschen da wirklich einen Mehrwert zu bieten. Voll schön. Magst du uns direkt mal mitnehmen, so in deine Reise, wie du denn zu gesunder Ernährung gekommen bist? Also was so der Punkt war, wo du gemerkt hast, ich glaube, ich sollte auf das Thema noch ein bisschen mehr achten und es ist wichtig für meinen Körper, mich gesund zu ernähren. Ja, also ich bin natürlich auch nicht mit dem Status quo zur Welt gekommen. Ich habe auch ja, früher mir wirklich nicht viel Gedanken über die Ernährung gemacht. Ja, wo ich dann mal ausgezogen bin und alleine gewohnt habe, habe ich natürlich schon darauf geachtet, dass ich mich gesund ernähre. Ja, aber das ist ja auch immer ja, so eine persönliche Ansichtssache, sage ich jetzt mal. Und 2012 hat mich dann eine Freundin auf einen Vortrag eingeladen zum Thema Gesundheit. Allerdings wusste ich gar nicht, dass es um Gesundheit geht. Sie hat nur gesagt, Yvonne, das ist voll wichtig, du musst kommen. Und ja, da stand dann ein Zahnarzt, der halt ja, über das Thema gesprochen hat und auch wirklich mal so den Zellaufbau erklärt hat und was da eigentlich alles passiert im Körper und was unser Körper auch tagtäglich leistet. Und das war für mich so eigentlich der Moment, wo es einen Schalter umgelegt hat und wo ich auch verstanden habe, hey, ja, es ist eigentlich nicht so alles selbstverständlich. Und ich sage immer, das Beispiel hat er natürlich auch gebracht als Zahnarzt, aber ich finde, es ist auch so mega genial. Die Zähne putzen wir eigentlich größtenteils nicht, weil wir sie erhalten wollen,
sondern wir putzen sie, weil wir sie sehen, weil wir sie schmecken und weil wir sie spüren. Also die wenigsten machen es wirklich wegegen der Prävention. Und so ist eigentlich im Endeffekt mit dem Körper auch, ja. Also ich bin mir auch da sicher, wenn wir wirklich hier eine Glasscheibe hätten oder irgendwie die Möglichkeit hätten, in unseren Körper reinzuschauen und sehen könnten, was sich da anbahnt oder was da schon entstanden ist oder wo es mangelt, wo es hapert, würden wir auch ganz anders mit uns umgehen. Ja, genau. Das war, wie gesagt, halt so 2012. Und ja, und dann hat es halt bei mir persönlich auch angefangen. Also vielleicht mal vorneweg, vegan bin ich nicht seit 2012, das bin ich erst seit 2000, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, war es 2018 oder 2019, da wollte ich eigentlich nur mal ein paar Tage vegan entgiften und habe da einfach gemerkt, hey, wow, weil das hat in nicht mal einer Woche so eine krasse Wirkung gehabt. Obwohl ich mich davor wirklich schon sehr, sehr bewusst ernährt habe, weil wie gesagt, 2012 hat das Ganze angefangen. Und das hat mich dann wirklich fasziniert, ja. Also, dass ich in so kurzer Zeit nochmal so einen großen Unterschied merke, den man aber wirklich ganz schwer auch in Worte beschreiben kann. Also, was ich öfters gehört habe im Austausch mit anderen, das Wort Leichtigkeit, die haben das Wort Leichtigkeit, also körperliche Leichtigkeit trifft es irgendwie am ehesten. Ja, und dann habe ich mich ja mit dem Thema natürlich ein bisschen mehr auseinandergesetzt, habe den einen oder anderen veganen Kontakt geknüpft, habe die ein oder andere Doku angeschaut und dann war es eigentlich für mich klar, ich bleibe dabei und ich bin ganz ehrlich, mir tun auch die Tiere leid, aber mein erster Beweggrund war wirklich meine Gesundheit. Ja. Wahnsinn. Magst du uns da noch mal ein Stückchen noch mehr mit reinnehmen, wo du sagst, was du konkret gespürt hast, als du umgestellt hast auf vegan? Weil ich glaube, Leichtigkeit, ja. Also ich hatte ja auch mal einen kleinen Ausflug in die vegane Ernährung und ich habe ja schon gesagt, ich bin da auf jeden Fall auch auf dem Weg wieder dahin und das ist mein großes Ziel. Aber tatsächlich ist es wirklich so, man fühlt sich leicht, aber was bedeutet das genau? Also wie hast du das gemerkt, dass vegane Ernährung wirklich nochmal einen Unterschied gemacht hat im Vergleich zu einfach nur gesunder Ernährung? Ja, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, aber ich glaube, etwas, was du sicherlich dann auch bestätigen kannst durch deinen veganen Ausflug, dass man sich schon nach dem Essen nicht so platt und müde fühlt. Gut, Voll. kommt auch noch drauf an, je nachdem, was man isst. Also vegane Ernährung heißt ja auch nicht automatisch gesund, weil Moscheries sind vegan zum Beispiel, Chips sind vegan, Pommes sind vegan. Ja, aber es gibt natürlich ja auch da Unterschiede, wie sich Veganer ernähren. Gell? Also manch einer sagt, ein Veganer, der ein oder andere Veganer sagt zum Beispiel, er würde niemals so ein veganes Schnitzel essen, ja, weil entweder passen ihm die Inhaltsstoffe nicht oder es erinnert ihn zu arg an Fleisch. Bei mir ist jetzt so, ich habe den größten Teil meines Lebens ja normal gegessen, sage ich mal. Mich gelüstet halt manchmal danach und deswegen bin ich froh, dass es solche Produkte gibt und ich nutze die auch ab und zu, aber das ist natürlich nicht das Nonplusultra einer veganen Ernährung. Also eigentlich der Kern des Ganzen soll ja eigentlich Obst und Gemüse sein und da merkt man einfach, ja, dass diese Nährstoffzufuhr einem viel mehr Energie gibt, ja. Bevor wir da genauer reingehen, auch was es denn heißt, gesund sich zu ernähren, haben wir hier gerade eine Frage und zwar, wie oft du am Tag isst. Vielleicht wollen wir die einmal ganz kurz zwischen reinschieben. Ja, da, also das mit dem Essen, ich muss auch sagen, ich bin zwar vom Typ her immer so dieser 100% oder gar nicht Typ, aber auch da habe ich viele Erfahrungen gesammelt und mittlerweile, ich höre einfach auf meinen Körper. Jetzt, klar, aktuell, ich bin jetzt schwanger, jetzt muss ich natürlich schon da nochmal ein bisschen anders drauf achten. Aber ich habe in der Vergangenheit regelmäßig zum Beispiel auch das Intervallfasten integriert, aber nicht
nicht unbedingt nach Schema, sondern einfach so nach Körpergefühl. Wenn es einen Tag gab, ja, wo ich gemerkt habe, hey, nö, heute brauche ich nicht unbedingt was, dann habe ich das auch genutzt und habe dann das Frühstück, also ich bin halt der Typ, wo dann das Frühstück gut ausfallen lassen kann, ausfallen lassen und habe dann halt mittags das erste Mal was gegessen. Und ja, oder halt auch mal andere Challenges einfach gemacht. Aber so im Grunde esse ich eigentlich dreimal. Ja. Also das mit diesen 5 kleinen Mahlzeiten, das ist jetzt für mich persönlich nichts. Aber auch da, jeder Mensch ist ein Individuum und man kann nicht sagen, für jeden ist Intervallfasten gut und man kann nicht sagen, für jeden macht es Sinn, 5 kleinere Mahlzeiten zu halten. Also das ist ganz individuell. Deswegen bringt es eigentlich auch nichts, jetzt zu sagen, ja, ich esse jetzt zweimal oder ich esse dreimal und jemand anderes übernimmt es dann einfach, weil es eventuell für ihn gar nicht passt. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, es ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Ja, lass uns nochmal zurückgehen, weil du hast gerade eben schon mal angefangen zu sagen, auch was eine gesunde Ernährung eigentlich ausmacht, weil es ja natürlich nicht damit getan ist, zu sagen, ich esse jetzt vegan und dann esse ich nachher nur noch jeden Tag Nudeln und dann ist ja natürlich auch nicht dem Körper gedient. Was sollte denn eine gesunde Ernährung beinhalten? Also, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, also der größte Teil sollte eigentlich aus Obst und Gemüse bestehen und im besten Falle natürlich biologisch angebaut, vollreif geerntet, weil erst in der Vollreife entwickelt halt ein Obst oder ein Gemüse die volle Schutzkraft, ja, also die Mikronährstoffe, das sind die Geruchs- und die Farbstoffe. Und das hat ja jeder von uns auch schon mal gemerkt. Sei es drum mit den Tomaten. Ich glaube, das ist das beste Beispiel, weil das pflanzen auch viele gern selber an. Das ist so ein krasser Unterschied zu den Tomaten, die wir halt im Supermarkt kaufen. Ja, was einem auch sofort auffällt, ist, also zum einen mal der Geruch von selber angebauten Tomaten, aber auch die Haltbarkeit. Ja, also die Tomaten vom Supermarkt, wenn man die mal unten in der Schublade vergisst, die sind nach 2 Wochen, sehen die aus wie gestern gekauft, gell? Aber mit so frischen Tomaten aus dem Garten oder aus Omas Garten funktioniert das einfach nicht. Und ja, der Körper braucht auf jeden Fall Eiweiß, ja. Er braucht, wie gesagt, diese Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, er braucht Kohlenhydrate, er braucht Ballaststoffe und das alles kann man aus Pflanzen oder aus Obst und Gemüse rausziehen, ja. Also da brauchst du kein Tier. Ich nenne auch immer gerne den Gorilla als Beispiel. Der ist auch ein Pflanzenfresser und der hat auch ordentlich Muskeln, weil gerade von den Männern kommt oft so, ja, ich brauche mal Fleisch. Also vor allem die, die schön pumpen gehen im Fitnessstudio. Aber nee, also die Pflanzen oder die Natur ohne die Tiere gibt uns eigentlich schon alles, was wir benötigen. Und da möchte ich vielleicht aber auch noch kurz zu sagen, ich finde nicht und ich erwarte nicht, dass jeder 100% vegan sein muss oder soll. Ich meine, klar wäre es im Gesamten eine schöne Sache für die Welt und Umwelt, aber ich finde, jedes vegane Gericht ist schon auch in der Gesamtheit ja wirklich was Großes. Und ja, also deswegen. Ich finde, man muss sich da auch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Ja, ich müsste vegan sein, aber ich krieg's nicht hin. Nee, hey, feier dich für jede vegane Mahlzeit. Total, das ist ein total schöner Ansatz. Ich glaube, weil das ist echt so, also auch wenn ich auf mich schaue, man, ich bin da auch so ein Typ, wo ich dann denke, ja, entweder ganz oder gar nicht. Und ich muss es dann, wenn, von 0 auf 100. Und ich glaube, das ist dann das, woran wir wirklich scheitern, dass man wirklich auch sagen kann, man kann das ja auch Schritt für Schritt integrieren und wirklich sagen, ich fange mal mit einer Mahlzeit pro Woche an und dann werden es zwei, drei und immer mehr. Ne? Total schön. Wir haben noch eine Frage und zwar, was isst du für Kohlenhydrate zu den Hauptmahlzeiten? Auch da, also ich bin echt querbeet und auch nach Lust und Laune. Ich gucke auch gar nicht nach Kalorien oder sowas. Also ich esse sehr gern Kartoffeln. Also ich liebe Kartoffeln. Ich liebe auch Nudeln. Aber egal, ob das jetzt mal eine normale Weizenpasta ist oder beim Italiener, ja, oder zu Hause, klar, da kann man natürlich besser und leichter ausweichen. Linsenpasta, was hatte ich jetzt vor kurzem, die waren auch richtig toll.
irgendwie aus Süßkartoffeln, die dann aussehen auch wie Glasnudeln. Ja. Also da gibt es ja mittlerweile, also im Supermarkt gibt es ja wirklich eine Riesenauswahl. Bei Ja. Reis zum Beispiel achte ich drauf, dass ich wirklich nur Vollkornreis nehme, Ja. weil der zum einen halt auch gar nicht so arg bearbeitet ist und halt in der Schale die Ballaststoffe drinstecken. Ja, wo es uns halt auch oft mangelt. Und Ja. an dieser Stelle auch kleiner Tipp: Yvonne macht immer ganz, ganz tolle Videos auch und Posts auf ihrem Insta-Kanal. Also da kann man sich auch und Stories, da kann man sich auf jeden Fall jeden Tag tolle Tipps abholen, was so, wie so ihr Essen aussieht und was da so drinne ist. Also das jetzt schon mal so an der Stelle. Ja, es gibt natürlich, ich habe gerade so viele Fragen an dich. Also Punkt Nummer eins: Du hast ja vorhin auch schon mal den Sport erwähnt. Gerade auch für die Männer, wo du sagst, ne, man kann ja trotzdem auch ordentlich pumpen. Was hat denn Sport, wie sagst du, geht eigentlich Sport einher auch mit einer gesunden Ernährung? Du bist ja auch eine sehr, sehr sportliche Frau und machst ja auch sehr viel Sport. Und wie geht es für dich Hand in Hand? Und vielleicht, was muss man da auch beachten, wenn man viel Sport macht, dass man sagt, da vielleicht irgendwie was dazu ergänzen oder gucken, dass da ein besonderer Haushalt aufgefüllt ist, ein Töpfchen? Also ich finde, Sport ist genauso wie die Ernährung einfach ein Baustein. Also Erholung, Ernährung, Bewegung. Und gerade wir heute, wo wir halt doch überwiegend auch ja in Büros arbeiten, im Sitzen arbeiten, ganz, ganz früher haben wir uns durch die Arbeit eigentlich viel mehr bewegt. Deswegen ist der Sport heute eine Ergänzung, so wie wir heute leider auch bei der Ernährung Ergänzungen brauchen, weil uns die Ernährung heute nicht mehr das liefert, was sie uns früher mal geliefert hat. So wie ich vorhin schon erwähnt habe, biologisch angebaut, vollreif geerntet. Also Bio gibt es viel. Bio heißt aber auch nicht gleich super duper, weil jedes Bio-Siegel, ja, wenn man sich da mal mit beschäftigt, merkt man, gibt es wirklich riesengroße Unterschiede. Und ja, die Vollreife ist eigentlich auch so, dass, weil es ist ja schön und gut, wenn es biologisch angebaut ist, aber wenn es halt nicht vollreif geerntet wird, fehlt halt enorm viel. Und da gibt es sogar auch eine ganz tolle Statistik von einer Universität, die mal verglichen hat, den Vitamin C-Gehalt und so, ich glaube noch ein paar andere Werte, von 1960, ich glaube bis 2010 ging es. Also es hat teilweise, haben die Vitamine um ja, 50, 60, 70% abgenommen. Wow, Ja, krass. und auch da denken auch viele, sie ernähren sich gesund, weil sie halt mal einen Beilagensalat essen. Aber ja, in dem Salat steckt eigentlich auch gar nicht so viel drin. Deswegen, es kommt schon auch immer drauf an, was genau isst man denn? Also da gibt es auch einen tollen Wert, der nennt sich ORAC, der besagt wirklich die Schutzkraft eines einzelnen Obst und Gemüses. Und nur mal als Beispiel, beim Kopfsalat liegt der so bei 200 und bei einer Waldheidelbeere ist schon bei, glaube ich, 13.000. Ja, also es kommt wirklich drauf an, Ja, auch was krass man isst. einfach. Und so, ja, also die Ergänzung zu unserem Job heutzutage, der Sport, die Bewegung Ja. und zu unserer Ernährung, die Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Ja. Je, und je nachdem natürlich auch individuell. Also da kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, ja, du brauchst das. Wobei jetzt zum Beispiel Vitamin D so ein Beispiel ist. Ja. Ja, da haben wir auf jeden Fall einen großen Mangel in der Bevölkerung, weil bei uns halt auch einfach das Wetter ein ganz Ja, anderes ist als in ja, ja. südlicheren Ländern. Genau, da gibt es dann eben diese Grundnahrungsmittel oder Grundvitalstoffe, die dein Körper halt eben braucht. Und dann je nachdem, was du natürlich, wie dein Ja. Gesundheitslevel ist, bist du schwanger, bist du nicht schwanger, da gibt es ja dann auch, Genau. also da darf man dann eben unterschiedlich dazu ergänzen und wahrscheinlich dann auch, hat es natürlich auch viel mit der Jahreszeit zu tun, ne? Wie viel Sonne kriege ich ab und wie ist meine Ernährung generell? Esse ich, habe ich eine sehr proteinhaltige Ernährung oder halt eben nicht? Und ja, finde ich auch super spannend. Also ich persönlich ergänze auch und ich finde auch, das kann, also das schadet nicht und ich finde, das hat auch wiederum, so wie, um nochmal auf die Leichtigkeit zurückzukommen, einen Effekt auch darauf, weil man einfach merkt, wenn
innerlich die Töpfchen gefüllt sind. Und das natürlich auch wiederum eine Auswirkung darauf hat, wie viel Hunger habe ich, wie viel Gelüste habe ich. Ne, weil ich glaube, das ist ja auch ganz oft ein Punkt, dass man dann Lust auf irgendwas hat und dann einfach isst, obwohl man keinen Hunger hat. Und das eben viel damit zu tun hat, dass einfach die Vital- und Mineralstofftöpfchen in einem nicht gefüllt sind. Ja? Und das eben, wie du sagst, oft einfach nicht mehr mit dem Obst und dem Gemüse getan ist, was man eben im Supermarkt kauft. Man denkt es, und ich glaube, fürs Gewissen ist es dann schon mal gut und es ist mit Sicherheit besser, wie wenn man kein Gemüse und kein Obst Ja. isst. Aber ja, auch da, wenn man da tiefer reingehen möchte und wirklich auch sagt, nee, ich möchte das wirklich an der Wurzel anpacken und ich möchte mich wirklich gesund und richtig ernähren, dann lohnt sich das, einen Blick auf Nahrungsergänzung zu werfen. Und ja, und jetzt sind wir ja hier bei La Casita, geht es ja auch viel um die Themen Achtsamkeit, persönliche Weiterentwicklung. Und ich weiß, dass auch das für dich ein Thema ist, womit du dich beschäftigst. Was hat für dich denn eine gesunde Ernährung auch mit einem achtsamen Lifestyle zu tun und auch mit der eigenen persönlichen Weiterentwicklung, dass man ganz ja in seine eigene Kraft kommt und in sein bestes Selbst sozusagen. Ja, also eigentlich ergibt so das eine das andere. Also, weil wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, was macht eigentlich was in meinem Körper, ist es automatisch die Achtsamkeit, die dadurch wächst, also auch persönlich gesehen. Dann, wenn man dann noch hinterfragt, was esse ich, dann kommt die Achtsamkeit, umwelttechnisch oder global betrachtet. Und ja. Also auch das ist was, das fängt an und das hört auch meiner Meinung nach nie auf. Also wenn ich halt auch einfach sehe, ja, wie ich heute manche Dinge sehe oder handhabe und wie ich es früher getan habe. Ich glaube, manche, die mich von früher kennen, die jetzt mit mir keinen persönlichen Kontakt mehr haben und die jetzt zum Beispiel jetzt zugucken, die denken, hä? Das ist doch nicht die Yvonne, die ich kenne. Die war so total knippig und auf jeder Party und hat geraucht und getrunken. Ja, aber ja, man entwickelt sich halt weiter und ich glaube, das ist das Normalste der Welt und ich würde es eher unnormal finden, wenn ich jetzt mit 35, fast 36 immer noch auf dem Stand von 20 wäre. Ja, finde ich mich auch auf jeden Fall wieder. Ja, definitiv. Und wie du sagst, es ist halt echt so mit der Ernährung auch, es hat halt immer was mit einem Bewusstsein oder einer Bewusstheit auch zu tun. Ne? Das fängt damit an zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, was ich mir auf den Teller lege, auch mal in mich reinzufühlen, wie fühle ich mich dann damit? Ne? Weil das ja natürlich auch eine Auswirkung auf dein Stresslevel hat, wie ausgeglichen du bist, wie dein Körpergefühl auch ist. Ne? Also da kann ich noch 10 Stunden meditieren, wenn ich mich im eigenen Körper nicht wohlfühle oder wenn ich halt sage, hey, irgendwie mit meinem Körper gehe ich total unachtsam um, dann ist da ja trotzdem irgendwie eine Disbalance, irgendwie die, ja, wo man sagt, okay, um langfristig meine Ziele zu erreichen, muss es eben da auch stimmen, ne? Also von daher wirklich auch, wie du sagst, das fängt beim Teller oder bei dem an, was ich esse und breitet sich dann echt langsam aus. Total schön. Super, super spannend. Ich würde jetzt auch mal hier nochmal die Möglichkeit geben, auch nochmal Fragen zu stellen an Yvonne, falls es noch Fragen gibt. Und ansonsten kannst du ja schon mal auch sagen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Das finde ich nämlich auch super spannend, wenn du da nochmal irgendwie, wenn jetzt jemand sagt, hey, mega spannend, auch was Yvonne sagt. Die weiß mega viel. Ich will gerne mit ihr zusammenarbeiten und auch so ein bisschen was an meiner Ernährung schrauben. Wie kann man da am besten auf dich zukommen? Ja, also ich habe hier auf Insta habe ich einen Linktree und da einfach draufgehen. Da kann man mir dann direkt über WhatsApp schreiben und dann kann man ganz unverbindlich natürlich mal miteinander reden, was so das
Ziel ist oder was im Raum steht, und dann kann man gucken, ja, ob ich da wirklich zur Seite stehen kann, ob ich da helfen kann, ob ich unterstützen kann Ja. oder ob ich vielleicht jemand anderes weiß, ja. Ja, total schön. Und da, du bist ja auch wirklich auch Expertin in gewisser Weise, auch was das ein oder andere Sportprogramm angeht, würde ich jetzt sagen. Also es bleibt nicht nur bei der Ernährung, man kann da tatsächlich dann auch in Sachen Sport bei dir noch die ein oder andere Information kriegen, wie man da wirklich ganzheitlich das Gesundheitslevel auf, ja, oder ja, die Gesundheit auf das nächste Level anheben kann. Würde ich jetzt einfach mal zusammenfassend sagen. Mega interessant, Yvonne. Herzlichen Dank für all die super spannenden Infos. Da kann man auch auf jeden Fall nochmal ein weiteres Live draus machen, weil da echt so viel, ja, das ist ja so ein komplexes Thema und so super spannend und so individuell auch. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für das heutige Live und für all die tollen Inspirationen und Informationen. Und ja, ich wünsche dir natürlich auch alles, alles Gute und noch weiterhin auch eine gesunde Schwangerschaft und eine schöne Schwangerschaft. Und ja, hoffentlich bis ganz bald und vielleicht auch mal ganz bald in Real Life. Ja. Also auf jeden Fall auch an dich. Vielen lieben Dank für die Einladung und für alles, auch was du auf die Beine gestellt hast. Also wirklich mega, mega. Und ich würde mich auf jeden Fall definitiv sehr freuen, wenn wir das mal noch hinkriegen. Ja, weil so weit sind wir ja gar nicht auseinander, wenn du hier bist. Das stimmt. Mega schön. Und ja, auch herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und falls es noch Fragen gibt, auch wenn das jetzt in der Aufnahme angeschaut wird, dann sehr, sehr gerne noch in die Kommentare und dann beantworten wir die einfach im Nachgang. Ich danke dir, Yvonne. Hab noch einen schönen Abend und hab, ja, an alle anderen auch natürlich noch einen schönen Restsonntag. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ciao.